Es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen von der Natur hervorgerufene Ereignisse und von Menschenhand hervorgerufene Ereignisse. Das war eines der vielen Feedbacks, die ich auf mein letztes Video Corona und andere Krisen erhalten habe. Ich persönlich habe eine andere Meinung dazu und diese Meinung möchte ich in den nächsten Minuten darlegen. Mein Name ist Hans-Martin Beck. Ich bin Coach und spiritueller Lehrer der Inka-Tradition aus den Hochanden von Peru. Zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen von Menschenhand hervorgerufenen Ereignissen und natürlichen Ereignissen, wie beispielsweise es gibt einen Unterschied zwischen Corona und einem Erdbeben, heißt für mich eine Dualität in der Welt zu sehen. Die Welt zu sehen als etwas, was wir unterteilen können in die eine Seite und in die andere Seite. Nicht zwangsläufig in gut oder böse, aber in etwas, was da heißt, da ist das eine und da ist das andere. Und diese beiden sind im Widerspruch oder es gibt einen Gegensatz. Sie gehören nicht zusammen. Die Inka-Tradition geht genau den entgegengesetzten Weg. Für die Inkas ist alles miteinander verbunden. Die Inka-Tradition und die Inkas betonen immer die Gemeinsamkeit, und zwar nicht von Faktoren, nicht von Dingen, sondern von Energien. Sie sehen alle Ereignisse als eine Energie. Mann und Frau sind einfach zwei Energien. Tag und Nacht, zwei unterschiedliche Energien. Trockenheit, Feuchtigkeit, zwei unterschiedliche Energien. Diese Energien sind unterschiedlich, aber sie gehören zusammen. Wenn die beiden harmonisch zusammengebracht werden, entsteht neues Leben. Die ganze Tradition ist darauf ausgerichtet, den Menschen zu zeigen, wie sie unterschiedliche Energien harmonisch zusammenbringen können, weil das die Basis des Lebens ist, weil dadurch Leben entstehen kann. Vor vielen Jahren war ich mit meinem lieben Freund und Lehrer Francisco Apaza Flores auf Deutschlandtour. Und eines Tages fragte ich Francisco, du bist ja jetzt schon in so vielen Ländern gewesen, in den USA, in Europa, auch in Peru und Südamerika. Wo hat es dir denn am besten gefallen? Francisco schaut mich an und sagt, mein Bruder, die Pachamama ist überall schön. Ja, sag ich, verstehe ich. Verstehe ich wirklich. Aber wo war es denn am schönsten? Wo war das Essen am besten, das Wetter am besten, die Menschen am nettesten? Und Francisco schaut mich an und sagt, mein Bruder, die Pachamama ist überall schön. Und überall gibt es gutes Essen und überall gibt es nette Menschen. Ich habe ihn nicht dazu bringen können, das eine gegen das andere zu werten. Ich habe ihn nicht dazu bringen können, die Unterschiede zu betrachten, sondern immer nur die Gemeinsamkeiten. Und wenn ich ihn gefragt hatte, Francisco, wo ist der Unterschied zwischen dem Tisch und dem Stuhl? Dann war die Antwort, mein Bruder, beide haben vier Beine, beide sind von den Menschen gemacht worden, beide stehen bei dir hier in dem Zimmer, beide, auf beiden kannst du etwas ablegen. Es gab nur Gemeinsamkeiten. Und das zeigt das unterschiedliche Weltbild der Inkas im Verhältnis zum Weltbild der westlichen Welt. Und es geht nicht um besser oder schlechter. Es geht nicht darum, die westliche Welt und ihr Weltbild zu verteufeln. Wir haben die Fähigkeit des logischen und analytischen Denkens. Wir haben Flugzeuge erfunden, das Internet erfunden, Handys erfunden, Autos und Straßen und Schiffe. Und die Kero-Meister haben oft genug betont, weil ihr in der westlichen Welt das erfunden habt, können wir nur hier sein. Ihr seid in den letzten 100 Jahren mit ganz großen Schritten vorangegangen und ihr habt gemerkt, dass ihr was vergessen habt.
und das holt ihr euch wieder. Heißt, wir sind auf dem Weg hin in ein spirituelles Denken, natürlich. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, auch die Meister stellen fest, es gibt eine westliche Welt und es gibt ihre indigene Welt. Und die einen sind in der Lage, das zu leisten, und die anderen sind in der Lage, das zu leisten. Bringt man diese beiden Welten harmonisch zusammen, entsteht etwas Neues, entsteht Leben, entsteht was Großartiges. Wenn man etwas verteufelt, wenn man nur die Unterschiede sieht, wenn man sagt, das ist besser als das andere, dann kommt nichts Neues, dann entsteht kein neues Leben. Man bleibt in den Unterschieden verhaftet. Und deshalb sage ich, es spielt keine Rolle, ob wir mit Corona etwas Menschengemachtes haben, wenn es denn so ist, und ob wir mit einem Erdbeben oder einer Dürre oder einer Überschwemmung ein von der Natur hervorgerufenes Ereignis haben. Angst ist Angst. Sich Sorgen machen ist Sorgen machen. Sich freuen ist freuen. Ob ich mich freue, weil Schnee fällt, oder ich mich freue, weil mich ein Mensch anlächelt, spielt für mich in dem Moment keine Rolle. Ob ich mich ängstige, weil mich ein Hund anknurrt, oder ich mich ängstige, weil ich vielleicht Angst habe, mich bei einer Krankheit anzustecken, spielt keine Rolle. Das Einzige, was wichtig ist, ist doch die Frage, welche Taten resultieren aus meinem Sein? Was ist das Resultat meiner Denkweise, meiner Realität und wie ich auf die Realität schaue? Reagiere ich ängstlich? Reagiere ich von Sorgen getrieben? Reagiere ich wütend? Reagiere ich neutral? Reagiere ich überlegt? Kann ich die Position des anderen auch sehen oder nicht? Beharre ich auf meiner Art, die Welt zu sehen? Oder kann ich versuchen, die Dinge gemeinsam zu betrachten? Und ich habe auch dazu vor ein oder zwei Jahren ein ganz, ganz tolles Cartoon gesehen. Und zwar dieses Cartoon war mit Jesus Christus. Und in dem ersten Bild sieht man Jesus auf einem Berg predigen. Und er sagt, liebet euren Nächsten. Und auf die Menschen um ihn herum nicken alle. Dann steht einer auf und sagt, ja, aber was, wenn er Ausländer ist? Drittes Bild, Jesus spricht ihn an und sagt, hast du mir nicht zugehört? Und ich finde es so toll, weil es natürlich zeigt, wie wir ticken. Wir analysieren, wir unterscheiden, wir hinterfragen ganz, ganz tief. Und das hat uns ermöglicht, großartige Erfindungen zu tun. Es trägt aber auch dazu bei, dass wir ein Stück weit die Gemeinsamkeiten, das Zusammenhängende aus den Augen verlieren. Und die Inka-Tradition zeigt uns, wie wir das zusammenbringen können. Denn sie hat so viele Übungen, die uns zeigen, wie man, und zwar nur geistig, ohne äußerliche Reaktion, ohne dass man räuchert oder singt oder die Arme hebt, wie man nur mit der Kraft der Intention Energie so ins Fließen bringen kann, dass man eine innere Harmonie zwischen zwei unterschiedlichen Energien herstellen kann. Wenn du dazu Fragen hast oder etwas mehr dazu wissen möchtest, geh einfach auf die Webseite inka-world.com. Schreibe mir an info@inka-world.com oder antworte einfach auf dieses Video. Ich freue mich darüber. Und vielleicht ist eine deiner Antworten nochmal der Anlass für mich, das nächste Video zu machen. Viel Spaß, danke fürs Zuschauen, bis bald. Tschüss.